steht. Oh, da ist der Track. Ganz links, einfach durchfeuern. Bruder, das sieht schon gut aus. Können wir bis heute Abend um 6 Uhr dann fahren? Ja. Schätze? Das werden wir auch brauchen, weil so viel wie los ist. Auch. Das wird gut. Jetzt was oder wird's nichts? So, Leute. Alter Scheiße. Den Hund hat's aufgerissen. Ich snack jetzt erstmal noch was, ey. Ich hab Hunger. Kann jetzt nichts essen. Doch, voll. Nee, dann platze ich, ey. Also, Leute, es geht los. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt der erste Run. Ich schaue mir das Ganze echt mal gut an. Ich glaube, das wird echt gut interessant. Das wird ein Schlüsselstück werden und das, was davor kommt. Hier bis zu den Drop, glaube ich, wird es echt sehr, sehr interessant. Nach dem Drop ist, glaube ich, in Ordnung und kurz vor diesem losen Stück. Mal gucken. Wir werden uns das Ganze jetzt mal schön entspannt anschauen. Mal gucken, was ich für ein Tempo fahre. Ich denke, das werde ich so ein bisschen machen. Je nachdem, wie ich drauf bin, wie ich mich fühle. Aber die erste Abfahrt wird, denke ich, erstmal richtig anders noch. Boah, jetzt würde ich sagen, geht's hoch, ungefähr in Schritttempo. Und dann geht's oben los. Was hat es bei dir zerrissen? Wie ist denn das passiert? Hä? Wo und wie? Aber Shimano-Belege habe ich keine dabei. Ja, aber mit Tobi geht's, oder? Oh, also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, also bislang. Ah, okay. Oh, guten Tag. Guten Tag. Oh. Scheiße, langsam.
Und das haben wir schon wieder geschafft. Nach wie viel Meter? 100 Meter? Der Tobi hat nach 100 Meter sich einfach gedacht, ich nehme die Absperrung mit. Ja. Perfekt. Fahr grenzenlos. Boah, der ist halt lang. Diese Leine erwischt. So Leute, also ich habe bis jetzt bloß anderthalb Abfahrten und zwar die erste, wo wir relativ langsam gefahren sind und dann noch eine halbe gefilmt. Das Problem ist, ich darf keinen Brustgurt tragen, das habe ich irgendwie nicht rausgelesen gehabt vorher. Und am Helm hängt mir die GoPro immer voll in der Sicht. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht kann ich da irgendwie diesen Bobbel für die GoPro noch mal ein bisschen umplatzieren oder sowas. Vielleicht funktioniert das irgendwie. Jetzt heißt erstmal ein bisschen ausruhen, ein bisschen abends zusammensitzen und ja, dann denke ich mal, geht morgen früh das Training weiter. Ich will morgen dann unbedingt mal einen ganzen Lauf machen. Ich habe jetzt bloß 4 Stück insgesamt gemacht. Die ersten 2 waren so, ja, eher mal testen. Die anderen waren dann abschnittsweise mal fahren und die Linie versuchen direkt zu halten. Ja, ist schwerer als gedacht und halt sau viel los, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber macht auf jeden Fall Bock. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann morgen ablaufen wird mit den Seeding Run. Und ja, das werden wir uns dann mal anschauen. Nicht mal gucken. Da werde ich wieder keine GoPro haben dürfen. Aber ich denke mal, ich werde morgen noch eine Abfahrt machen. Mit GoPro am Helm, wenn ich das irgendwie anders ranbekomme. Aber ich denke mal, das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, jetzt würde ich sagen, umziehen. Abwaschen. Und dann heißt, denke ich mal, noch in bequemere Klamotten bzw. halt die Protektoren ausziehen. Da habe ich jetzt auf jeden Fall schon Bock drauf. Ich muss jetzt erstmal trinken, es ist so unglaublich warm. Vor allem Lift unten beim Anstehen, da gehst echt unter. Naja, egal, umziehen und dann, falls was Wichtiges passiert oder was Spannendes, nehme ich euch natürlich wieder mit. So Leute, es ist Tag 2. Heute ist Qualifying bzw. Seeding. Ich habe die Kamera jetzt nochmal am Helm oben. Für den Trainingslauf kann ich sie, denke ich, noch drauf haben. Also gestern stand es zumindest so oben im Seeding Run auf jeden Fall nicht mehr. Ja, werde ich jetzt dann mal anschauen, wie es läuft. Ich denke, ich werde jetzt erstmal mit 3 Pausen fahren, mir nochmal ein bisschen die Strecke einprägen und hoffentlich den zweiten Run dann mal komplett durchfahren, weil ich denke, mehr als 2 Runs wären es nicht, weil es echt viel los. Ich habe schon 417 Fahrer, also 417 Startnummern gesehen, das ist schon jede Menge und die stehen jetzt alle unten an. Mal gucken. Das wird nochmal einfach hier immer rum und auf Spannung festzumachen.
Also Leute, der erste Run war echt in Ordnung. Hier und da habe ich ein bisschen die Linie verfehlt, da bin ich ein bisschen falsch gekommen. Aber hat schon gepasst. Einmal musste ich ein bisschen runter in dem Loose-Stück. Aber da versinkt man immer so leicht. Ich muss bloß gucken, dass ich da auf dem Bike bleibe. Ich glaube, das kriege ich aber jetzt im nächsten Run gut hin. Und ja, dann heißt es jetzt einen kompletten Run mal durchmachen. Der Dennis ist auch gut gelaunt, hat aber einen übel roten Kopf von hier gesehen. Echt? Ja. Kann sein. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, auch möglich. Und ja, jetzt einen kompletten Run runter. Und dann gucken wir mal weiter. Eventuell schaffen wir danach noch einen. Kommt ein bisschen darauf an, wie lange wir jetzt nochmal anstehen, weil da stehen schon echt viele Leute an. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Einen Run kriegen wir auf jeden Fall hin, einen ganzen. Und dann gucken wir mal. Und dann später am Nachmittag ist dann ja, Seeding. Mal gucken, Zeit habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wollen wir jetzt dann nach der Runde mal gucken, ob das irgendwo oder wo das ausgeschrieben ist. Ich weiß, dass es ausgeschrieben ist, aber ich weiß nicht, wo es ausgeschrieben ist. Aber das kriegen wir dann, denke ich, schon raus. Ja, jetzt würde ich sagen, ein kompletter Run. Let's go. So Leute, ein ganz Run. Let's go. Die Kurve ist freudig. Ah, okay. Definitiv der Schwung. Alles gut? Achtung! Ah.
Also Leute, der ganz perfekte Line war es nicht. Ich musste einmal ja absetzen, weil ich da reingerutscht bin. Aber es war trotzdem in Ordnung. Also ich denke, es geht schlimmer. Da muss ich halt ein bisschen vorsichtiger fahren, da war ich ein bisschen stürmisch. Ja, ich hätte einfach ein bisschen rausbremsen müssen und ordentlich reinfahren müssen, da wäre da nichts passiert. Ja, machen wir jetzt einfach nochmal, gucken wir mal und dann schauen wir das Ganze mal an, wie das dann im Seeding laufen wird. Ja, jetzt heißt es nochmal die halbe Strecke, haben wir gesagt, fahren wir nochmal oben, vor allem diese Schlüsselstelle nochmal fahren und dann reicht es, denke ich, weil ich fühle mich auch nicht voll ausgaben bei dem Wetter und dann gucken wir mal. Let's go! Leute, Tag 3, heute ist der Renntag. Ja, gestern Quali war okay für mich, denke ich mal. Die Platzierung war, ja, ich glaube 61. jetzt mit 3 Minuten 14. Ich musste aber jemanden vorbeilassen, weil der hinter mir relativ schnell war. Ja, deswegen musste ich da ein bisschen reinbremsen. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt im Rennen hinkriege. Ich denke mal, vielleicht unter 3 Minuten 10 wäre schon, denke ich, ganz in Ordnung, wenn ich da in den Bereich reinkommen würde. Damit wäre ich auf jeden Fall zufrieden, weil das war eigentlich eben nicht mein Sinn. Ich wollte einfach bloß das Ganze erleben. Und das muss ich sagen, hat sich schon rentiert. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht's mal in den Trainingslauf. Let's go!
Boah. Das ist der grundsätzlich mit dem Pedal So Leute, ihr könnt sehen, ich bin wieder zu Hause. Das ging jetzt echt fix durch alles. Nach dem Rennlauf war aber mein Hals einfach so zu von Staub. Das war echt abnormal und dann ging es relativ fix. Dann hat es den Tobi leider noch geschmissen gehabt und dann haben wir dann eigentlich relativ schnell alles zusammengepackt gehabt. Ja, mein Fazit ist eigentlich soweit echt positiv. Klar muss ich das jetzt nicht immer haben, aber es war auf jeden Fall mal eine gute Erfahrung. Man ging auf jeden Fall ein bisschen über seine Grenzen hinaus, man hat viel probiert. Zeitlich denke ich hat es mir, also was heißt zeitlich, technisch und fahrerisch hat es mir auf jeden Fall viel gebracht, weil ich halt, ja, wie schon gesagt, über meine Grenzen hinausgegangen bin, viel auch probiert habe, Stellen gefahren bin, wo ich vielleicht, wenn jetzt ein normaler Bikepark gewesen wäre, hätte ich vielleicht das viel langsamer getan. Aber ich denke, ich habe das alles ganz gut im Griff und bin auch mega zufrieden mit meiner Leistung. Ich bin jetzt ziemlich weit hinten gelandet. Aber ist mir eigentlich relativ egal, ich wollte einfach mal dabei sein, einfach mal das Feeling haben. Ich denke, hauptsächlich hat es bei mir wirklich an der Kondition gehakt, weil so ab der Hälfte, wo die meisten noch getreten haben, dann über die Skipiste immer hin und dann wieder zurück. Ja, da hätte ich einfach noch ein bisschen treten müssen, dann wäre ich auf jeden Fall noch mal ein paar Sekunden schneller gewesen. Und ich denke auch in diesem Waldstück, wo das alles so lose war, hätte ich mit ein bisschen mehr Kraft und Ausdauer definitiv noch was rausholen können und vor allem am Schluss halt dann natürlich, wenn die Kraft ausgeht, dann wird man da auch natürlich langsamer. Im Training, wenn man das sektionsmäßig gefahren ist, dann war es schon immer deutlich besser. Ja, ich denke, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall nochmal irgendwo mitfahren, aber bis dahin muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, dass ich auf jeden Fall so einen 3-4 Minuten Lauf locker durchbekomme, oder locker, dass ich ihn ordentlich durchbekomme. Man kann natürlich da fertig sein, aber das war jetzt bei mir schon wirklich Limit und da möchte ich mich auf jeden Fall ein bisschen hinarbeiten, mal gucken. Ich denke, nächstes Jahr werde ich irgendwo nochmal mitfahren, dieses Jahr denke ich aber nicht mehr, weil es ist schon wirklich hart. Man fährt relativ wenig, also ich weiß nicht, wenn man es wirklich drauf angelegt hätte, dann hätte man vielleicht 12, 13 Abfahrten in der Hobbyklasse machen können. Aber da hätte man schon wirklich durchfahren müssen und bei 34, 35 Grad wäre das schon echt heftig geworden. Aber wie schon gesagt, die Erfahrung war es wert und ich denke, ich werde auf jeden Fall nochmal nächstes Jahr mitmachen bei irgendeinem Cup. Mal schauen, dieses Jahr werde ich, denke ich, nur so noch im Bikepark unterwegs sein, aber wer weiß, vielleicht habe ich ja spontan doch wieder Bock, mal gucken, werde ich dann sehen. Und ja, jetzt würde ich sagen, räume ich noch gar auf und ja, dann machen wir, denke ich, mal Schluss mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.